Hallo, hier ist die Kathi und willkommen bei Teil 2 unseres Einblicks in das neue Erweiterungspack Verliebt. Wir sind hier immer noch mit unseren Geschwistern Carlos und Luz im Fitnessstudio in der neuen Stadt Ciudad Enamorada. Das geht locker flockig von den Lippen. Carlos möchte ja gerne ganz viele romantische Herzblätter haben und aber auch eine gute Beziehung mit allen führen, also so ein bisschen polyamorös. Hingegen möchte Louv ihre Seelenverwandte treffen oder ihren Seelenverwandten, ich weiß es nicht. Wen möchte sie denn hier? Über nachhaltige Lebensweise reden mit Nox. Na gut. Jetzt wird hier noch ganz viel unterhalten und kennengelernt. Louv hat auch die Charisma-Fähigkeit erworben. Jetzt kommen hier auch ein paar nackte Männer, da kann sie sich ja auch mal freundlich vorstellen. Ach, sie hat gerade schon so rübergeguckt, so, hey, hallo, warum hast du denn nichts an? Verstehen die sich? Oh, ein bisschen, ne? Aber ich hatte überlegt, wenn sie Hunger hat, dann könnte man ja mit ihr auch mal diese Amors-Ecke ausprobieren. Und zwar ganz normal. Vielleicht lernen sie da jemanden kennen. Das Foto finde ich schon so super. Das lassen wir einfach mal. Geek und kreativ, ja, das können sie auch so lassen. Jungen Erwachsenen, denke ich, ist auch richtig. Weil sie ja auch gerade erst vom Teenager zum jungen Erwachsenen geworden ist. Und dann gucken wir mal bei Matches. Einmal aktualisieren. Hier haben wir Alexander, ein Snob und selbstsüchtig. Das findet sie beides ganz schlimm, okay. Katharina, eine Genießerin und ein Bücherwurm. Das findet sie ganz cool mit dem Bücherwurm. Gucken wir noch weiter. Malik, auch Bücherwurm, liebt die Natur. Den könnte sie mal speichern. Penny ist gesellig und ehrgeizig. Oh, wir schauen mal weiter. Kevin, Emo. Hier, guckt mal, hier. Ich glaube, das sind jetzt die Sims aus der Galerie. Ach, die find, das findet sie, ach, schade, jetzt findet sie beides unattraktiv, düster und sprunghaft. Ich hätte gerne mal einen aus der Galerie kennengelernt. Na, mal schauen, vielleicht kommt noch jemand. Nina, findet Hitzkopf und Sprunghaft, findet sie aber auch beides unattraktiv, okay. Dann hat sie da eigentlich nur den einen hier gespeichert. Dann macht sie mit dem mal einmal Kontakten hinzufügen und sagen, hey, wollen wir uns vielleicht treffen? Ich habe nämlich Hunger. Und dann wird das auch ein Kennenlern-Date. Und die wollen vielleicht ein bisschen freundlich sein. Auf jeden Fall was essen und was trinken. Sie hat nämlich Hunger. Was könnten sie noch machen? Mal gucken, wo wir gleich hingehen. Tanzen? Ah, ich weiß noch nicht so genau, wo wir hingehen. Das ist immer schwierig. Okay, dann macht vielleicht noch ein bisschen romantisch. Und das Ganze, wo waren wir denn schon? Im Nachtclub waren wir schon. Die Lounge könnten wir mal noch ausprobieren. Ja, dann werden wir mal zur Lounge. Hallo, lieber, wie hieß du? Malik. Einmal über das köstliche Essen reden. Das soll hier übrigens total lecker schmecken. Wollen wir mal da hingehen und uns was bestellen? Und zwar bestellen wir die Pita und Hummus Tapas. Jetzt essen sie hier gemeinsam ein paar leckere Pita- und Hummus-Tapas. Oh, mal gucken, was wir noch ein bisschen machen können. Nach Romantikstil-Anziehung fragen? Ja, mach doch mal. Verzücken. Luz fühlt sich damit nicht wohl. Versuche erst die Freundschaft zu vertiefen. Okay, ja gut. Dann ein bisschen den Tag verschönern. Mal gucken, was er eigentlich als Karriere hat. Dann den Grad der Anziehung erklären. Mhm, mach das mal. Luz hat mehr über Malik gelernt und fühlt sich ihm gegenüber nur neutral. Okay, weil er arbeitslos ist. Du bezeichnest deine Anziehung zu mir als neutral. Ich bin mir nicht sicher, warum du mir das erklären musstest, aber danke. Oh mein Gott, er hat ihr das dann auch gesagt? Das ist nicht so nett. Wer bist du denn hier? Einmal freundlich vorstellen. Oh, er geht hier Klavier spielen. Joltik. Er ist Entertainer hier. So witzig, dass hier einfach einer kommt. Von neuer Show schwärmt. Vielleicht passt das ja besser mit euch beiden. Er guckt auf jeden Fall sehr mysteriös. Luz unterhält sich jetzt irgendwie nur noch mit Joltik und hat jetzt auch schon Sachen von ihm gelernt, dass sie sich jetzt von ihm angezogen fühlt, weil er kreativ ist, okay? Also so richtig mit Malik macht sie gerade gar nichts mehr. Und er spielt jetzt. Wie schön. Und sie hört ihm jetzt beim Spielen zu. Ist das niedlich? Also sorry, Malik, aber irgendwie bist du gerade ein bisschen abgeschrieben. Sie genießt das hier total, dass er so schön spielt.
Oh, ich habe das Gefühl, Luv denkt jetzt, sie ist mit ihm hier auf dem Date. Die sitzen jetzt bei dir zusammen. Oh, jetzt kommt Malik noch dazu. Vielleicht kann sie ja bei Malik auch mal sagen, plötzlich verabreden, fröhlich beenden. Vielleicht lieber plötzlich beenden. Weil ich habe echt das Gefühl, dass sie ihn hier viel lieber mag, den Joltik. Kann sie nochmal von Essen schwärmen. Oh, jetzt sagt sie ihm, oh, ich hab Tat, mir ist so schlecht von den Peter-Tapas. Oh, Kennenlern-Date war nicht erfolgreich. Oh Mann. Aber Joltik interessiert das nicht so wirklich, ne? Die beiden sind hier weiter am Flirten. Und die Marotten offenbaren, mach das mal. Veranoi, Quaba, Parsikong, Dorboin. Na, was sagt er dazu? Luz hat Joltik einige ihrer Marotten mitgeteilt. Joltik kennt nun die Persönlichkeitsmerkmale von Luz. Und jetzt singt er noch ein Lied. Nein, er macht noch ein bisschen Comedy. Und sie ist so ein richtiges Fangirl und steht direkt vor ihm und sagt, yay, das machst du toll, Joltik. Wie sieht es denn bei den beiden schon mal aus? Ja, mal Profil öffnen. Also, sie fühlt sich ihm gegenüber angezogen. Bei ihm wissen wir es noch nicht. Und sie haben schon absolute Verehrung. Ist auch schön. Yips, yips. Ein bisschen schlecht fühlt Luz sich schon, dass sie die Verabredung mit Malik so in den Sand gesetzt hat. Naja. Die beiden sind jetzt auch schon gute Freunde geworden, sind schon wieder ein bisschen am Flirten hier. Obwohl Luz versucht hat, ihre Sicht auf die Liebe zu erklären, scheint Joltik einige Verständnisprobleme zu haben. Beide Sims sind unsicher darüber, wohin ihr romantischer Weg sie führen wird. Wir können jetzt mal fragen, nach Grad der Anziehung fragen, wie er sie so findet. Mal schauen. Wenn es wieder nur neutral ist, weiß ich auch nicht, was er tun soll. Ich fühle mich sehr angezogen von dir. Ja, sehr schön. Gehen auch einmal ein bisschen knuddeln, würde ich sagen. Und fragen, ob er Single ist. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz sinnvoll. Was wünscht sie sich denn hier? Über Beziehungsstandards reden. Okay, das werden wir gleich nochmal machen. Sie möchte gerne ein Gemälde beenden und einen Cocktail trinken. Okay. Jetzt hat sie hier ganz viel von ihm erfahren. Es kommt nicht rein aufs Äußere an, aber ehrlich gesagt achte ich auf einige körperliche Eigenschaften. Er mag schwarze Haare, dunkelblaue Haare, grüne Haare, pinke Haare, pastellviolette Haare. Also ganz viele Haare. Verschiedene Modestile, schwarze Kleidung, blaue, violett. Er mag nicht so basic, Landleben, Outdoor, Adrett. Grau, grün und gelb ist auch nicht so seins. Okay, wissen wir Bescheid. Er ist schon wieder am Auftreten. Also er ist wohl anscheinend absolut Entertainer for life. Bruce hat sich hier noch ein leckeres Getränk geholt. Eine Orangeade mit Pfiff. Dann lass es dir schmecken. Und ich glaube, dann wird es auch bald Zeit, dass du nach Hause gehst. Carlos und Luz gehen jetzt gleich mal schlafen, aber Monika, lass doch mal jetzt Luz bitte in Ruhe, ist noch wach, hat mit dem Fernsehen geguckt, ihr geht's auch ganz gut. Sie hatte doch hier auch noch so ein Herzblatt, oder? Manuel war das genau. Letztes Mal war sie ja mit Panja unterwegs, den mag sie ja auch sehr gerne. Aber vielleicht kann sie ja noch mal mit ihm ein bisschen plaudern oder so. Was haben wir denn hier? Bitten um Sozialaktionen, über Interessen reden? Jetzt kann man hier noch ein bisschen mehr machen am Telefon. Das finde ich ja auch toll. Kokettes Selfie, das kannst du gleich mal machen. Und für ihren Job muss sie noch etwas über moderne Liebe am Computer lernen. Das machen wir auch gleich mal. Oh, jetzt kommt das kokette Selfie. Das ist ein kokettes Selfie. Komm, hier mal so ein bisschen was mit Herz. Das ist doch ganz gut. So. Einmal schicken. Und dann kannst du hier jetzt nochmal Karriere, etwas über moderne Liebe lernen. Was, ich schlafe? Ruf später nochmal an. Das war doch nur ein Foto. Manuel. Du bist doch Manuel, oder? Ja, Manuel. Wie sieht es denn bei den beiden aus? Romantische Gefühle, die Monika gegenüber Manuel hegt. Also sie findet ihn von der Anziehung her nur neutral und von der Befriedigung her auch nur akzeptabel. Okay, das ist jetzt nicht so doll. Aber die haben beide eine heiße Beziehung. Interessant. Also ist das vielleicht mehr so ein Notnagel gewesen. Besser als nichts. Oh, wir können auch über den Computer die Amos-Ecke öffnen. Okay. Sie kann hier noch einen Blogpost der Liebe machen. Dann machen wir das auch noch. Sie soll ja bei der Arbeit auch mal vorankommen, ne? Guten Morgen. Heute gibt es Kuchen zum Frühstück. Lasst es euch schmecken. Oh, Carlos sieht ja auch super sexy aus mit seiner weißen Unterwäsche. Aber er hat hier so ein Oberschenkel-Tattoo. Das ist ganz cool.
So, Carlos, wenn du heute noch nicht so viel zu tun hast, mal gucken kurz. Wie sieht's bei dir aus? Ja, noch 6 Stunden bis zur Arbeit. Dann kannst du ja noch mal gucken, ob du vielleicht hier noch irgendjemand Nettes bei Amos Ecke triffst. Wir gucken erst mal, ob ein paar neue Leute da sind. Und dann kannst du ja sonst noch mal auf ein Blind Date gehen. Das hat ja bisher immer so gut funktioniert. Ich glaube, wir machen bei ihm auch noch mal die Erwachsenen dazu. Das ist, glaube ich, okay. So, jetzt Matches. Die hatten wir doch schon, ne? Einmal aktualisieren. Hier haben wir L-Punkt. Das ist, glaube ich, aber nicht so seins. Laura ist familienbewusst, findet er doof. Rania, liebesscheu und paranoid. Ah. Hier haben wir noch eine aus der Galerie von Not So Special Sims. Maria. Da ist zwar nichts, was er jetzt so absolut total toll findet, aber können wir mal speichern. Elena. Ja. Schon wieder Zochritl. Das hat auch nicht gut funktioniert mit den beiden. Selina ist zimperlich und materialistisch. Mehr haben wir nicht, aber wir brauchen jetzt wieder 12 Stunden. Wen haben wir denn hier gespeichert? Maria, Melinda, Becker und Kim. Ja, Kim ist ja schon bei unseren Kontakten mit drin. Dann trifft er sich mal hier mit Maria. Maria, keine Ahnung. Zu Kontakten hinzufügen. Was ist das hier? Ach so, Sims, diesen Sim melden. Ah, okay, wenn das vielleicht irgendwas Komisches ist. Und wir machen jetzt mal eine romantische Verabredung. Oh la la, hier geht es aber heiß zu. Ganz gleich, ob diese Sims eine unsterbliche Liebe neu aufflammen lassen oder die Schmetterlinge einer jungen Liebe spüren. Eine solche Verabredung ist perfekt dazu geeignet, alle Emotionen zu ergründen. Das ist jetzt so der große Unterschied zu dem Kennenlern-Date, man weiß es nicht. Ein bisschen romantisch sein, körperliche Nähe, techtelmechtel, freundlich sein. Wir haben 8 Uhr morgens, da ist vielleicht Tanzen noch nicht das Richtige. Mal gucken, wo wir überhaupt hingehen. Ja, ich glaube, das reicht auch schon, das Ganze. Nachtclub ist ein bisschen früh, Fitness, Lounge, ja, wir könnten ja nochmal in die Lounge gehen oder in den Park. Ach, wir gehen lieber in die Lounge, die war eigentlich ganz cool, oder in den Nachtclub, ich meine, da kann man auch morgens schon rein, ne? Dann gehen die in den Nachtclub. Das ist dann ein Tagclub. Da sind wir schon, Mirador del Amor. So, hallo. Einmal kurz, wieso hat er hier schon wieder so viele böse Sachen? Meine Güte, kann er ein bisschen Kompliment über ihr Aussehen machen. Du siehst sehr hübsch aus, Mariah. Und jetzt hat er endlich die Romantikfähigkeit erworben. Es wurde ja aber auch Zeit. Vielleicht noch ein bisschen flirten. Und ein bisschen Smalltalk erstmal kennenlernen, würde ich sagen. Nach Karrierefragen ist auch immer wichtig. Freundlich Smalltalk, Karriere. Und dann holt ihr euch beide hier mal ein Getränk. Für die Date-Gruppe. Vielleicht nicht ganz so was Heftiges. Es ist ja noch früh. Es gibt ein heißer Chili-Kakao. Oh, mag sie das nicht? Warum nicht? Mariah. Oh, ich habe das Gefühl, sie mag ihn schon wieder nicht. Oh Mann. Wer ist denn diese süße Barkeeperin? Können wir auch mal Hallo, Hallo sagen? Immer freundlich vorstellen. Was war das hier? Sozialobjekt kaufen? Was gibt's denn da? Oh Mann, die beiden sind schon wieder am Streiten. Ach, hier sind die Sozialobjekte. Die kann man jetzt bei dem Barkeeper kaufen. Okay, das Spiel, eine Gitarre, ein Ball, die Kostümtruhe. Die haben wir, glaube ich, schon gekauft. Die muss ja noch in unserem Inventar sein. Die Decke kaufen wir ihm gleich nochmal. Und die Truhe kaufen wir ihm auch an. Nee, wir haben die ja schon. Die kommt ja eh nicht in sein Inventar, oder? Ich mache die noch einmal. Die ist doch hier nicht in seinem normalen Inventar drin, ne? Doch, tatsächlich, da ist sie doch. Aha, und da ist die Decke. Interessant. Was haben die beiden denn jetzt hier schon? Ist es so richtig, klappt das mit den beiden auch nicht? Okay, Carlos findet sie auch nur neutral. Das ist dann auch nicht das Richtige. Wie sieht es denn mit ihr hier aus? Mehr Auswahl, Romantik, ein bisschen flirten. Mal gucken, was sie dazu sagt. Oh, veränderte Anziehung. Moment, hat sich was verändert? Er fühlt sich jetzt von ihr angezogen. Oh nein, stopp. Oh Gott, das fand sie jetzt nicht gut oder ist ihr das egal? Also richtig war ihr das jetzt auch egal, glaube ich. Na, ein bisschen Minus. Oh Mann. Vielleicht kann er ja mal fragen, wie sie ihn so findet. Mehr erfahren, gerade der Anziehung fragen. Was haben wir hier? Kim Schröder, ein Bekannter, hat mir gesagt, wie sehr er dich verabscheut. Oh nein.
Carlos kennt jetzt den Finanzstatum von Mariah. Mariah scheint finanziell gut aufgestellt zu sein. Nicht schlecht. Anziehung, es ist ziemlich unverschämt von dir, mich das einfach so zu fragen. Gerade habe ich keine Lust, mit dir darüber zu reden. Ah, läuft wieder bei den beiden. Das läuft hier wieder. Ah, vielleicht geht er mal schnell auf die Toilette. Vielleicht fühlt er sich dann besser. Auch echt witzig. Ich hätte gedacht, dass Carlos so ein Aufreißer-Typ ist. Aber so richtig gebacken kriegt er auch nichts. Oh, jetzt geht die süße Kellnerin, Barkeeperin. Schade. Und die beiden haben schon wieder Minusherzen. Also irgendwie da. Ach so, er mag die Musik nicht. Deswegen ist er vielleicht auch so gestresst. Oh Mann. Ich würde sagen, dass die beiden mal ihre Verabredung hier beenden. Und dann guckt er mal, ob er sich vielleicht noch mit jemand anderem einfach mal zu einem Blind Date gehen. Ja, okay, das können wir gleich mal machen. Aber ich glaube, wir müssen woanders hin. Diese Musik, das stört ihn so sehr. Er ist ja so ein Sportfan. Vielleicht trifft er sich auch einfach mal mit einem Blind Date beim Fitness. So, jetzt sind wir im Fitnessstudio. Dann können wir mal gucken, ob wir hier nochmal so ein Blind Date machen. Vielleicht ist das ja eher sein Ding. Nein, ich nehme alles zurück. Das haben wir schon ein paar Mal versucht. Das ist also auch nicht sein Ding. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Er will ja auf jeden Fall romantisch sein, freundlich sein. Er wird auch gerne Techtelmechtel machen, körperliche Nähe. Ja, er könnte ja ein bisschen lustig sein. Vielleicht ist das ja ein bisschen besser. Sport machen wäre dann noch ganz gut. Wo ist denn hier irgendwas mit Sport? Schwimmen geht auch. Wir haben hier unten den Pool. Kann man hier nicht irgendwie zum Sport machen? Tanz, doch hier, trainieren. Und das Ganze dann im Fitnessstudio, ja, sehr gerne. Na, mal gucken, ob da jemand kommt. Wen haben wir denn da? Es ist ein Blind Date, oh, zeig mal. Oh nein. Oh Mann, oh Mann. Wir brauchen doch jetzt hier keinen Superstar als Blind Date, aber ich meine, vielleicht passt das ja mit den beiden. Wer weiß. Er stellt sich gleich mal romantisch vor. Oh, Carlos müsste zur Arbeit. Auch nur mal bezahlten Urlaub, wenn dir das geht. Du hast doch hier gerade einen Superstar als Date. Oh mein Gott. Das war ja, okay, fand sie es gut? Oh ja, sie fand es gut, okay, sehr gut. Carlos hat erfahren, dass sie Schauspielerin ist. Ja, da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Die können ja mal über die Lieblingsfarbe reden und, oh, was ist denn, was hat er denn jetzt schon wieder für ein Problem? Immer noch wütend. Ach, ich glaube, weil hier irgendwo, da kommt sie, weil da Zochidl schon wieder da ist. Vielleicht können die beiden ja unten schwimmen. Da ist denn Zochidl nicht in der Nähe. Zusammen nackt baden. Ja, mach das doch mal. Mal gucken, was Judith dazu sagt. Also Carlos ist schon mal gekommen. Mal gucken. Judith ist auch auf dem Weg. Er ist drinne. Na, kommt sie auch. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob hier die super Schauspielerin jetzt nackig hier ins... Nee, da macht sie nicht mit. Okay, ihr könntet auch angezogen hier rumschwimmen. So ist ja nicht. Da kommen auch die Paparazzi. Davon würden dann gleich Fotos entstehen. Luz kriegt einen Anruf. Ich bin reich, steinreich. Nee, Luz ruft an. Erst letzten Monat habe ich Sozialhase und Amos Ecke gekauft. Einfach so, bar auf die Kralle. Du bist mir aufgefallen und ich hoffe darauf, dich persönlich zu treffen. Hallo, das sind Geschwister. Jetzt haben wir wieder den Inzest-Bug. Nein. Also wir sagen mal, vielleicht. Ich bin gespannt, was da passieren würde. Hey, das ist ja klasse. Ich würde dir ja eine Limo schicken, aber ich bin ein ziemlicher Geizhals. Ich warte im Hotel Beso Rapido in Vista Hermosa Ciudad in Namorada auf dich. Ich habe nur heute Zeit, denn als Geschäftsführung habe ich immer reichlich zu tun. Hoffentlich sehen wir uns. Ich kann gerade nicht reisen, weil wir gerade auf dem Date sind. Aber es kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt mit unserer Schwester... Die haben eine Liebesleiste. Ah, bitte, liebe Sims, bitte, bitte, bitte fix das ganz, ganz schnell. Und er steht jetzt da nackig, neben einem Superstar. Es läuft doch hier wieder bei uns. Ich meine, sie sieht alles, was sie bekommt, ne? Also das ist ja... Sie kann zumindest nicht sagen, dass sie irgendwas nicht wusste. Er kann noch ein bisschen von Fitness schwärmen. Joe Baba. Hexenoi Wavarik. Na, so richtig Lust auf ihn hat sie auch schon wieder nicht. Und ich glaube, alle finden es total schlimm, dass er dann nackig ist. Zieh dir doch ruhig mal wieder was an, okay? Ah, besser. Ach Mensch, irgendwie klappt das mit unseren ganzen Frauen hier nicht. Carlos hat jetzt angefangen hier mit der, ist das die Paparazzi-Frau, zu flirten und das läuft anscheinend. Oh Moment, Carlos folgt dem alten Prinzip, die Kleidung schlicht zu halten. Soll er die Welt wissen lassen, dass er den Modestil Basic mag? Ja, von mir aus. Und er hat jetzt Romantik Level 2 erreicht und jetzt kann er eine Naschkatzenbox mit einem anderen Sim teilen. Also wenn das jetzt hier so die ist, die du magst, dann mach doch hier mal ein bisschen Anmachspruch. Wer ist sie denn? Yumiko.
Ja, ich finde sie aber auch nur neutral. Ich weiß ja nicht, was du mal für Ansprüche hast, Carlos. Oh, ist das eine gemeine Interaktion? Huch. Sollte jetzt eher lustig gemeint sein. Ach, Mensch. Sie ist jetzt auch schon wieder gegangen. Also, Carlos, es läuft richtig bei dir, ne? Oliana ruft noch an. Hey, du, ich bin momentan an einem recht seltsamen Ort. Kann ich vielleicht eine Weile bei dir unterkommen? Ich brauche auch nicht allzu viel Platz und einfach mal einen Tapetenwechsel. Ja, mach das doch. Jetzt flirtet er hier ein bisschen mit der Fitnesstrainerin Becca. Das läuft ganz gut eigentlich. Und sie ist auch Single. Und was findet sie so toll hier? Braune Haare. Ah, hat er braune? Eher schwarze, ne? Basic-Kleidung, das mag er ja auch. Blaue Kleidung. Ich finde so Augenfarbe und sowas wäre auch noch alles, was man hätte machen können. Die beiden können ja noch mal ein bisschen flirten. Also im Moment ist sie nicht so abgeneigt, oder? Ach, wir haben übrigens immer noch unser Date hier mit der anderen. Oh Mann. Jetzt fragt er mal, wie das so aussieht, wie sie ihn so findet. Anziehung, ich schätze, du bist in Ordnung. Naja, gut, das ist jetzt nicht so überragend. Komm, jetzt könnt ihr schon mal einen ersten Kuss erleben. Dann mach das mal. Und er hat sein Blind Date sogar mit Bronze abgeschlossen, obwohl er eine andere küsst. Wir haben ein Blümchen bekommen. Ich glaube, er flirtet jetzt gerade hier mit allen beiden Mädels und die scheinen das gar nicht so schlimm zu finden. Das ist dann auch okay. Es wird also mal langsam bei ihm hier. Er möchte romantische Grenzen besprechen. Das kann er ja bei ihr mal hier fragen. Beziehung? Wo ist denn das? Ist das hier bei mehr erfahren? Nach romantischen Grenzen fragen, genau. Also, nicht körperliche romantische Aktionen werden eifersüchtig. Körperlich wird ausversucht, alles wird eifersucht. Aber sie ist bereit, die Grenzen auszutesten. Okay. Romantische Zufriedenheit beginnt. Die romantische Beziehung von Carlos und Becca ist so stark, dass ihre romantische Zufriedenheit jetzt unabhängig voneinander ist. Okay. Dieses unabhängig voneinander für dich klingt immer komisch, aber ich glaube, das soll etwas Gutes sein. Die beiden können ja noch mal ein bisschen kurz kuscheln hier oder sowas. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal zwei Sachen hier langsam geschafft. Ich denke mal, er wird dann auch gleich mal nach Hause gehen und wir gucken mal, was die anderen so machen. Und er hat als neues Persönlichkeitsmerkmal jetzt Liebestoll bekommen. Hatte er das nicht schon? Wir sagen einfach mal ja. Ich dachte, das hätte er schon gehabt. Und Carlos hat jetzt schon Level 3 der Romantikfähigkeit. Er kann jetzt anderen Sims Gelüste zuflüstern. Okay, die beiden knutschen immer weiter. Und jetzt machen wir das auch nochmal mit den Gelüsten zuflüstern. Auch direkt hier vor seiner Nase ist auch schön. Und dann können die beiden an der Besenkammer ein Baby machen. Mach doch mal. Wo ist denn hier eine Besenkammer? Ach, hier hinten in der Umkleidekabine ist eine Besenkammer. Dann mal los. Na, ihr beiden, alles gut? Die können ja nochmal eine Beziehung jetzt eingehen. Wir brauchen ja auch ein Herzblatt. Ich glaube, das zählt sonst nämlich nicht. Sie sind jetzt in einer romantischen Beziehung. Sehr schön. Baby. Nochmal küssen. Sehr gut, wir haben jetzt also ein Herzblatt und wir brauchen mindestens zwei. Okay. Willkommen zu Hause. Ach ja, wir hatten Sie ja eingeladen. Willkommen, Oliana, sagen wir dann mal. Carlos ist das erste Mal, glaube ich, richtig zufrieden. Was wünscht er sich denn da? Ein Feind machen immer noch. So, Oliana ist jetzt angekommen. Was machen die anderen denn hier? Monika, wie sieht's denn aus, wenn du vielleicht mal hier ein bisschen ein kokettes Selfie nochmal an Manuel schickst? Bitten um ein Treffen, eine Verabredung? Das ist doch nicht kokett. Dann machen wir nochmal ein bisschen was Schickeres. Das ist gut. Einmal schicken. Mal gucken, ob da was von ihm zurückkommt. Und was macht unsere Süße? Sie wünscht sich hier oben immer noch, über die Beziehungsstandards zu sprechen. Mit Joltik. Dann kann sie ja Joltik auch mal hier einladen, auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Da kam jetzt aber keine Antwort von Manuel, habe ich das Gefühl. Und der andere hat sich auch noch nicht wirklich gemeldet, Panja. Arme Monika. Wer weint denn hier hinten so traurig? Oliana, was ist denn los? Weiß man nicht. Carlos geht jetzt auch ins Bett. Luz, ist dein Freund schon gekommen? Irgendwie nicht, ne? Wo ist er denn? Haben Sie und Joltik noch gar keine Liebesleiste? Er ist Stylist. Ist ja witzig, dass die gar keine Liebesleiste hatten. Ich dachte, die wären schon irgendwie richtig zusammen gewesen. Huch, aber das mit Carlos finde ich hier ganz schlimm. Also, das muss ganz schnell wieder geändert werden. Was sagt er denn? Joltik schläft. Ach, hat er auch schon vorher gesagt. Huch, sorry, Joltik. Ach, dann geht doch alle mal schlafen. So, gute Nacht. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Carlos macht Frühstück. Luz nimmt sich lieber ein Stück Kuchen, ist auch okay. So, dann gucken wir mal weiter.
Er braucht noch ein Herzblatt. Wie sieht's bei dir aus? Du brauchst auch ein Herzblatt, ja, mein Gott. Du musst dann auch mal einfach mal mit Joltik zusammenkommen. Jetzt soll er endlich mal rüberkommen. Wenn er jetzt noch schläft, gibt's Ärger. Und Monika muss gleich zur Arbeit. Die macht aber gerade noch ihre Arbeitsaufgabe. Ah. Bisschen noch, vielleicht bis halb, und dann kann sie losgehen. Ab zur Arbeit mit dir. Joltik ist schon da. Sie macht mal eine zivilisierte Bemerkung bei ihm. Und dann eine unanständige Frage. Nein, das ist sie nicht so. Sie kann ja noch mal ihn ein bisschen verzücken. Ich warte darauf, dass hier endlich mal eine Liebesleiste kommt, aber irgendwie soll es nicht sein. Jetzt mach doch mal ein bisschen. Jetzt muss sie mal seine Schönheit loben. Vielleicht bringt das ja was. Jetzt lauf nicht schon wieder weg. Wir wollen jetzt eine Liebesleiste. Persönlichkeit umgewandelt. Luz ist in letzter Zeit völlig überwältigt von Romantik und verspürt das Bedürfnis, die Essenz eines lieben, tollen Sims zu verkörpern. Oh, ich will das eigentlich nicht machen. Das bin ich ja. Ich bin ja schuld. Ich mache ja die ganzen Liebessachen. Nee, nicht unbedingt. Also ich hätte sie schon gern, dass sie noch so ein bisschen scheu bleibt. Aber ihr müsst ja dann auch mal ein bisschen vorankommen hier, ihr beiden. Jetzt haben wir endlich eine Liebesleiste. Na, sehr schön. Wir können aber zärtlich knuddeln. Das ist ja auch eher so ein bisschen nicht ganz so doll. Das hat sie auch schon Level 2 der Romantikfähigkeit erreicht. Sehr gut. Hat sie denn jetzt schon ein Herzblatt? Ach nee, die beiden müssen erstmal zusammenkommen, ne? Jetzt kommt der große Bruder und passt auf. Und solange die beiden jetzt hier flirten, kann Carlos ja noch mal ein bisschen zu Amos Ecke gehen. Hä? Die Dienstleistung von Amos Ecke ist aufgrund des fragilen Egos der Geschäftsführung vorübergehend eingestellt. Gerüchte zufolge war jemand wohl mutig genug, eine Einladung zu einem Treffen abzulehnen. Ja, das war seine Schwester, entschuldigt mal bitte. Jetzt ist das hier, können wir das nicht mehr machen, weil er nicht zu dem Techtel-Mechtel-Date mit seiner Schwester gegangen ist. Das ist irgendwie gruselig und auch komisch und okay. Ja, dann muss es leider auf die altmodische Art und Weise hier passieren. Geste der Zuwendung initiieren, okay. Also, da sind aber auch ein paar neue Sachen dabei. Luz hat erfahren, dass Joltik Single ist. Ach so, dann wird der Arm darum gelegt. Wie süß. Das ist ja echt niedlich. Dann gehen die beiden vielleicht auch nochmal auf ein Date. Hey, wird nochmal Carlos angerufen. Hallöchen, du kennst mich nicht, aber ich habe dich aus der Ferne beobachtet und habe deine Nummer über einen gemeinsamen Freund bekommen. Das ist hoffentlich okay. Ich bin einfach Feuer und Flamme für dich. Keine Sorge, ich bin eine coole Socke. Wollen wir uns treffen? Oh, wie geheimnisvoll, natürlich. Das ist unangenehm. Du bist unangenehm. Echt nett, aber nein, danke. Wir sagen, oh, wie geheimnisvoll, natürlich. Oh, hervorragend. Ich ziehe mir schnell meine Jacke an und bin sofort bei dir. Bis gleich. Okay. Dann müssen wir das hier doch nochmal lassen mit unserem Date, weil ich will wissen, wer das hier ist. Steht sie schon vor der Tür? Klopf, klopf, klopf. Lia, okay, dann komm mal runter. Ja, sie kommt einfach rein. Carlos braucht gar nicht runterzukommen. Und die beiden haben jetzt schon eine Beziehung miteinander, okay. Dann einmal romantisch vorstellen. Okay, dann stell dich mal vor, obwohl ihr hier schon... Oh, guckt euch das mal an. Die Beziehungsstatus ist schon auf zur Hälfte voll hier. Wahnsinn. Also das mit den beiden, das geht hier, glaube ich, sehr, sehr schnell. Ein paar Gelüste zuflüstern. Bitten, eine Beziehung einzugehen. Das ging wirklich sehr schnell. Dann hat er das jetzt hier auch gleich voll. Zombo. Dämpfer. Tieb. Sehr gut. Und das hat auch geklappt. Bestreben erfüllt. Ist davon nur ein? Eins von eins. Ach Mensch, das war's jetzt schon. Stopp. Abgeschlossenes Bestreben. Carlos hat mit seinen Herzblättern den Schlüssel zum ewigen Glück gefunden und sich damit seinen Traum von mehreren glücklichen Beziehungen erfüllt. Verdientes Merkmal: Anziehungsass. Die romantische Zufriedenheit ist für längere Zeit beständig. Neues Bestreben wählen. Was wäre denn hier noch? Der Serienromantiker wird natürlich auch noch gehen. Romantischer Entdeckergeist macht ja die Mutti. Seelenverwandter die Schwester. Ja, wir machen jetzt hier dann nochmal den Serienromantiker. Wie sieht das eigentlich hier mit den beiden aus? Profil öffnen. Er findet sie neutral und ist aber sehr zufrieden, was das Ganze angeht. Und sie fühlt sich von ihm angezogen. Ja, sonst hätte sie sich ja hoffentlich auch nicht bei ihm gemeldet. So einfach aus dem Nichts. Und guckt euch mal hier unten seine Leiste an. Alles rosa, alles glücklich, alles Herzchen. Also dafür, dass am Anfang von diesem
Teil er noch irgendwie gar nicht zurechtkam in der ganzen Liebesgeschichte, ist jetzt hier richtig was los. Und die beiden haben jetzt sogar schon eine neue Beziehungsdynamik, die ist jetzt heiß. Liebende mit einer heißen Beziehungsdynamik ziehen romantische Interaktion vor, vor allem körperliche Nähe. Von mir aus, okay. Und Carlos hat jetzt auch schon Level 4 der Romantikfähigkeit erreicht. Er kann jetzt überall verführerisch tanzen und sanft den Hals anderer Sims küssen. Was machen die beiden jetzt? Sie gehen in das Bett von der Mutter und wollen im Bett kuscheln. Das ist irgendwie süß, aber ich meine, du hast auch ein eigenes Bettchen. Ich meine, wenn ihr hier schon kuschelt, könnt ihr hier wahrscheinlich auch techtelmechteln. Na, mal los. Was macht ihr beide hier? Oh, ihr habt beide, glaube ich, zusammen gekocht. Das ist auch sehr süß. Habt ihr euch eigentlich jetzt schon mal irgendwie... Ihr könnt ja erstmal noch beste Freunde werden. Und die beiden sind hier immer noch ein bisschen weiter am Flirten. Super Knebe. Und ich würde sagen, wenn die beiden gleich hier ihren ersten Kuss erleben, werde ich den Part dann heute hier beenden. Wir sind ja doch ein bisschen vorangekommen. Also zumindest bei Carlos, das hätte ich noch am wenigsten erwartet. Jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken, dass wir hier Blues Traum erfüllen und von Monika. Und dann sind die, glaube ich, alle ganz glücklich hier. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.